Genau, das bist du. Ach, Quark. Ich mach mal einen schönen Charge. Nee, das mache ich wahrscheinlich nicht, ja. Probieren wir es einfach mal. Okay. Ja. Ich habe dich noch kein einziges Mal angegriffen, mein Freund. Leid. Ja. Oh, ein schöner Quit. Sehr, sehr nice. Ah, der muss überspringen. Schade. Aber der ist 100% nicht so stark. Irgendwas ist hier mit diesen... Ich schreie nach Schmerzen. Irgendwas wird passieren. Außer, dass er mich halt ausnuckelt. Okay. Das war ziemlich easy. Ja, genau. Muss ich die jetzt suchen? Sind die auf einem bestimmten Platz oder spawnen die jetzt oder spawnen die nicht? Ich gehe nochmal kurz hier rum. Scheiße. Ach, das sind diese kleinen heilende Vögel, sage ich mal. Lol, die sind ja Pillepalle. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt, ne? Also falls mir das jemand in den Kommentaren schreiben könnte. Ich bin 100% überlevelt, oder? Also das ist doch... Ach, scheiße. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht so einen Pyro-Jack. Ja, hier. Nimm ein bisschen. Jo, kannst auch haben. Nee. Wir sollen ja nicht immer nur Ja-Sager sein. Nee. Ach so, lol. Ich dachte, er ist scheiße. Er ist weg, aber dann hat er gesagt, er ist irgendwie sozusagen befriedigt von meinem ganzen Nein-Sagen. Das ist cool. Jetzt haben wir Pyrojack. War doch Pyrojack, ne? Ich habe übrigens auch nochmal das Stock erhöht. Ein bisschen wenigstens was. Oh ja, Pyrojack. Nice. Der kann sowieso wieder nur sein Feuer erhöhen. Nee. So. Ich überlege, ob ich mir diesen Nozuchi hole. Also... Das würde mich schon reizen, ne? Halt, geh weiter. Master. Ja, er ist irgendwo in der Nähe. Wenn ich alle Korps besiege, kommt er wahrscheinlich raus. Ne? Das wird doch wahrscheinlich so sein. Oh, das war knapp, glaube ich. Aber ich habe getroffen. Dass die mir echt so wenig EP geben, ne? Aber schön, dass wir endlich weiterkommen. Das ist echt... Oh, jetzt geht's hier auch noch weiter. Aber erstmal den Korps hier besiegen. Ja, das ist nichts. Ich nucke mir ein bisschen Mana und dann passt das schon. Kann er das machen? Na, schade. Kein Crit. Das mache ich nicht. Och, lol. Jedes Mal, wenn ich mit dir zum ersten Mal angreife, verkackst du den Scheiß.
Ja, noch ein bisschen ausnuckeln. Weil wie gesagt, der ist... Yes, Crit. Der ist ziemlich einfach. Ist der vielleicht gegen Blitz? Na gut. Versuch war es wert. Hätte ja sein können, dass er gegen Blitz schwach ist. So. Yes. Wir haben ein schönes Team eigentlich mittlerweile. Aber ich hätte ganz gerne mal wieder ein bisschen neue Monster, die zumindest auf meinem Level sind. Also da müssen wir echt mal langsam was fusionieren, was dann wirklich auf meinem Level ist. Also wisst ihr, so halt richtig schön hohe Monster. Und... Hä? Achso, hier geht's ja runter. Stimmt. Ah nein, scheiße, ich wollte doch nicht runter. Okay. Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Oh, außer ein... Eine Hunter... Gruppe. Waren das eigentlich Hunters? Ich weiß es nicht mehr. Lol, auch noch mit einem Crit, ey. Ja, die kriegen aber wenig Schaden. Vielleicht mit Blitz? Ja, Blitz scheint ein bisschen besser zu helfen. Schade. Na, Heatwave. Drückt ein bisschen. Alter, 17 Schaden machen wir nur, ne? Los, komm jetzt. Quit. Ach, Mann. Hat er mir echt Marker geklaut? Wir sind tot, ne? Oh oh. Wir sind echt tot jetzt. Scheiße. Scheiße. Und wir haben nicht abgespeichert. Och, ey. Beyond? No. Marker open. I'll need this much marker to revive you in the world of the living. Do we have a deal? 10.000. Ehrlich gesagt würde ich ganz gerne nochmal von vorne anfangen. Nee. Are you mad? This will only increase my workload. You'll die a listen. I only need this much money. Nein. Just had to make more work for me. Let me be clear. Now then, what? So. Ja, gut. Das Problem ist jetzt, dass wir natürlich jetzt wieder so beschissen anfangen. Aber der Typ hat uns extrem viel Marker weggenommen. Ach Mann, hier rein. Der Typ hat uns extrem viel Marker weggenommen. Und er hat uns vernichtet natürlich. Das ist natürlich auch ein kleiner Knackpunkt. Ich muss noch das Tor öffnen. Darf ich nicht vergessen? Und, naja. Ich wollte jetzt nicht 10.000 Marker verballern, also für sowas. Wartet mal. Achso, ja, hier. Ja, nimm mal mit. Halt, nein. Wir brauchen das hier. Das brauchen wir auf jeden Fall.
Da kommen wir nicht drum rum. Außer wir holen uns wirklich endlich mal wieder jemanden, der das Poison wegmachen kann. Aber irgendwie haben wir... Ich weiß nicht, es sind viel zu viele Sluts irgendwie in meinem Gefühl. Weil, ganz ehrlich... Wir sind hier in einem fucking Game, wo wir eigentlich nur 4 Monster haben können und, halt, scheiße. Nein! Und, wartet. Quest. Main. Challenge. Na, wo ist es denn? Da ist es. Dass sie hier wirklich sowas annehmen müssen, ne? Wir müssen echt mal ein bisschen was machen hier an Quest. Wir haben einige noch offen. Die sogar uralt sind schon. Na, egal. Ja, jetzt lass mich durch. I've taken the job. Ja, ja. Und jetzt sind wir schon wieder da. Ja, du hast einen starken Demon gefunden. Vielleicht detektest du die ganze Zeit mich. Weil ich bin ja... Ah, nee, ich bin kein Dämon, ne? Stimmt. Ich bin ja immer noch ein Mensch. Ich glaube, ich bin auch die ganze Zeit nur ein Mensch, ne? Also, von daher... Naja. Jetzt das Problem... Schade ist halt nur, dass wir... Das ist nicht das Problem. Schade ist halt nur, dass wir jetzt sozusagen... Ach, scheiße, ich habe das eine Monster nicht reingeholt. Mach ich mal schnell. Was wollte ich sagen? Achso, schade ist natürlich, dass wir das Pyrojack nicht haben. Aber ist ja nicht so schlimm. Man kann übrigens mit allen drei Pyrojacks ein neues Monster erstellen. Das könnten wir sogar schon herstellen. Wobei mir gerade einfällt, dass wir noch einen Jack noch nicht haben. Und zwar diesen kleinen, der mit dem Messer. Den haben wir noch nicht. Und der tötet schon wieder die Tussi. So. Hatten wir eigentlich irgendwen, der recallen konnte? Ich finde einfach... Zum einen finde ich das cool, dass man halt wirklich... Ah, okay, er kann's. Dass man halt wirklich sagt, okay, du hast jetzt die Auswahl zwischen so und so vielen Monstern, also richtig vielen Monstern. Aber ganz ehrlich, ich werde doch so später ein Hauptteam haben, was sozusagen das Beste vom Besten ist, oder nicht? Dann brauche ich doch die anderen Plätze nicht. Ist doch eigentlich so ein bisschen sinnlos, das dann zu machen. Weil das ist doch dann mein Main-Team hier, diese 4. Und ich höchstens mal mit 2 Leuten austauschen oder so. Und nicht mit 5000. Weil da kommen ja noch ein paar Plätze, die man noch freischalten kann. Das ist ja das Besondere hier. Hier ist niemand? Okay. Ist aber gut zu wissen, vielleicht kommt da noch was. Hier ist nochmal ein Relikt. Oh, diesmal mit mehr. Scheiße. Das war zu früh. Wir könnten nochmal den da noch holen. Ich glaube, den haben wir ja auch noch nicht. Habe ich die schon? Mal gucken. Nope. Ich gebe dir nicht irgendein Venom-Item. LOL. Leave it to me. Das war easy. Das war sogar ziemlich einfach.
Na komm, mach mal ein bisschen Blight. Ich finde vom Design her finde ich manchmal schon richtig cool. Also hier zum Beispiel Wolve, diese Frau, Drachen, Echsen, Tussi da, das ist Snake, Tussi, diese Kombination finde ich cool. Die ist echt cool gemacht. Da bin ich echt gespannt auf hier dieses Apokalypse, ne? Das hatte ich ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich das vielleicht auch noch spielen werde. Aber wie ich auch schon in den früheren Parts gesagt habe, im April kommt erstmal Persona. Ich habe das gar nicht gesagt, ne? Aber da kommt Persona. Und ich bin natürlich auch gespannt auf Persona. Ja, hier ist nichts. Hier seht ihr, hier komme ich ja nicht durch, hier ist nichts. Und Persona hatte ich echt mal wieder Bock drauf, so ein Game. Also halt wirklich, wo man am Tage zur Schule geht und so weiter und nachts dann halt die Monster zerkloppt. Auf sowas habe ich wieder mal richtig Bock. Also den letzten Persona-Teil, den ich ja komplett durchgespielt habe, war ja der dritte. Dritte? Da war es der zweite. Ne, der dritte. Und ich fand den ziemlich cool. Den vierten habe ich nie gespielt zu Ende. Aber ich habe mir den Anime davon angeguckt. Und lohnt sich auf jeden Fall. Also Persona, den Anime. Da brauche ich ja nicht reingehen. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ja. Und da finde ich den Anime richtig cool. Also es gibt zwei verschiedene Animes von dem. Guckt euch. Na gut, wenn ihr die Story überhaupt nicht kennt, ist es eigentlich egal. Weil es gibt zwei verschiedene Animes, also von demselben Spiel. Und beim einen ist es so eine Remastered-Version, weil es gibt von dem Spiel auch eine Remastered, also eine andere Version, wo dann halt noch ein Charakter dazukommt und man das ein bisschen mehr aus der Sicht von dem sieht. Und das ist halt so im Anime dann auch so. Und das ist interessant, aber wenn man den Hauptanime kennt, dann ist es irgendwie komplett anders, also ganz anders. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich mir lieber das Original angeschaut. Und ja, ich kann mich nicht bewegen. Und das war schon cool, also es hat so eine kleine, richtig coole Design-Story und am Anfang ist es ein bisschen so Larifari, sag ich mal, also so ein bisschen, ist das euer Ernst und so weiter auf der Stufe. Und dann entwickelt sich langsam so ein richtig geile zum Schluss mit Plot und so weiter, also wirklich, wo du denkst, what? Und dann, also das hat schon einen geilen Moment gehabt bei mir, also wo ich dann den Anime so gesehen habe, da dachte ich mir, what, das ist er? Also ich hätte niemals gedacht, dass das der ist. Und das war schon ziemlich cool, dieses Erlebnis immer, dass man wirklich so, also ich mag ja sowas, wenn du wirklich so eine Story hast, wo du dann einfach nur sagst, damit hast du jetzt echt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Also es gibt ja sehr viele Animes oder auch normale Serien, wo du dann halt denkst, okay, das war logisch, dass der das ist. Und dann ist es irgendwie nicht so spannend, als wenn du jetzt wirklich so eine Story hast, wo du einfach sagst, geil, damit hätte ich überhaupt nicht null gerechnet. Und ja, könnt ihr mal schreiben, wo habt ihr denn sowas erlebt mal? Wo ihr überhaupt nicht mit gerechnet habt. Also, dass sowas passiert. Also, das habe ich ganz, ganz selten bei Serien mal gefunden, wo ich wirklich dachte, okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Also, überhaupt nicht. Ja, jetzt hast du Counter gelernt, das kann ich natürlich nicht lernen. Was natürlich ziemlich schade ist. Fortuna hat auch wieder nichts Neues gelernt. Also, beziehungsweise ihre Spells nicht verändert. Weil ich in einem Zug, wo ich auch mal so ein bisschen noch trainiert hatte, wo ich aber dann, also,
trainiert in dem Sinne, dass ich halt ihr sozusagen durch Fusion ein bisschen was gegeben habe. Ah, nee, hier will ich noch nicht lang. Ich will erst hier in dem Bereich alles abklären. Was wollte ich? Achso, Fortuna. Ja, da habe ich ein bisschen fusioniert. Oh. Hier gibt's eine andere Quest. Ach, cool. Oh. Hallo? Lol.